Willkommen an diesem traurigen Sonntag. Wir hatten einen desaströsen, einen schrecklichen Auftrag. Und drei Leute sind gestorben, einer ist an seinem Trauma gestorben. Wir hatten nicht mal die Möglichkeit, dass der Zivilist ihn da rausschleift, was ich ein bisschen schade finde. Ja. Dass sie uns wenigstens das noch hätten geben sollen. Dann hätten wir wenigstens den Zivilisten gerettet und dann hätten wir gewusst, was da eigentlich vor sich geht. So haben wir jetzt absolut keine Ahnung, was da eigentlich los ist. Und das ist echt zum Kotzen. Wir hätten vielleicht Girard wirklich da lassen sollen und schießen. Vielleicht hätte das mehr gebracht, dann hätten wir wenigstens den Typen da rausholen können. Keine Ahnung. Oder es hätte wenigstens den Zivilisten getroffen und vielleicht hätte Girard es dann noch rausgeschafft. Man weiß es nicht. Man kann nur spekulieren. Ja, trotzdem heiße ich euch willkommen hier bei diesem LPT mit meinem wertgeschätzten Kollegen, dem unaussprechlichen F. Dem versagenden F. Das ist alles meine Schuld, ich habe es in den Tod geschickt. Das stimmt, aber deswegen werden wir nicht länger darüber nachdenken. Jeder macht mal Fehler. Ja, das, deswegen Fall für unbekannter F steht ja auch für Fehler. Für F. Fail. Ja. Das ist ganz laut. Aber im Grunde kann man immer nicht sagen, ja, warum. Wir haben einen neuen Kontakt. Das Signal ist diesmal jedoch ein wenig stärker. Oh oh. Das sieht ganz schlecht aus. Ich glaube, das ist der Jäger, das überhaupt nicht schaffen wird. Ganz ehrlich. Wenn das kommt. Na, ganz im japanischen Stil könnte er einfach probieren, einen. Kamikaze-Angriff. Ja, genau. Komm, über mehr. Bereit für einen Nahkampf. So. Obwohl, das geht wahrscheinlich. Sieht ganz schön groß aus. Okay. Komm, schieß, triff weiter. Triff doch bitte, du dummes. Ja! Bericht verlassen. Ja, dann schicken wir mal die Rekruten los. Wir haben ja keinen anderen mehr. Doch. Stimmt, wir haben noch Soldat Lucy Lou. Und einen Haufen Unbekannte. Moment. Bevor wir das machen. Können wir noch Orden verleihen? Ich weiß es nicht. Ja, anscheinend. So, schnell. Schnell noch ein paar Orden verleihen. Bringt zwar nichts, aber naja. Orden unten da. So, wir haben durchdringend. Ja, dann. Kraft. Orden verleihen. 50 Genauigkeit gegen Feinde in voller Deckung. Ja, wem geben wir den Orden? Der Einzige, der den Namen hat? Ja, dann geben wir ihn Lucy Lou. Ja, es ist okay. Ihr erster Orden. Gott, sieht die schrecklich aus. Ja. Ja, ich würde aber auch schrecklich aussehen, wenn ich in den Tod gleich 4 Freunde verloren habe und 3 sehr enge Freunde sogar noch. Ihr Nährmeister, den Papst, der hat ihr so viel beigebracht über Heilung. Oh Mann, ey, mir geht's ganz schlecht. Können wir das? So, das geht auf jeden Fall noch. Losschicken. Ja, das ist die Ausrüstung, würde ich sagen. Ja, oder? Bei denen machen wir jetzt auch gar nichts. Wir haben auch gar nichts, was wir denen sonst in die Hand drücken könnten. So, 3 Afrikaner und eine Chinesin. Und jetzt vielleicht haben wir Glück und das UFO ist so kaputt, dass die einfach schon alle tot sind. Ich wollte immer schon mal nach Japan. Vielleicht ist das sogar Fukushima abgestürzt. In Fukushima. Willkommen in Fukushima. Beginne den Angriff. Ja. Mal gucken, wo sind wir? Ihre nächste Mission führt sie nach Japan. Das UFO ist in ein dicht besiedeltes Stadtgebiet gestürzt. Wir müssen hin und das Gebiet sichern, bevor eine Panik ausbricht. Tja, sieht nach Fukushima aus. Vielleicht kriegen wir ja Unterstützung durch Godzilla. Es ist lustig, dass die Operation Blutroter Kaiser heißt. Stimmt. Japan, Kaiser, Blutrot, Nippon, Farbe, Flagge. Wir starten trotzdem einen Einsatz. Was haben wir denn sonst zu tun? Wir haben jetzt nur noch unsere ganzen Leute zu verlieren. Und das sind echt schlechte Schützen. Hoffen wir, dass ein paar knallharte Motherfucker dabei sind, wie der Belgier, den wir hatten. Central, hier spricht Big Sky. Keine Feindberührung beim Vorrücken auf die Absturzstelle. Strike One ist bereit, das Raumschiff zu sichern. Verstanden, Big Sky. Strike One hat die Erlaubnis zum Stürmen. Das wäre mal so krass. Ich stelle mir gerade vor, wie das wäre, wenn... Vorne steht schon Weltcontainer. Wenn die sofort mal abgeschossen werden, bevor die landen. Big One, Sky das One fehlt is down, eigentlich nur is noch. Down. So, na gut. Rekrut Nummer 1, wo schicken wir den hin? Hier. Dahin.
Ich kann die Ware sehen. Ist so heiß hier. Oh Gott, da kommen drei. Komm, fliegt auch alle zusammen, dann werfen wir mal zwei Handgranaten hin und dann ist gut. Aber so weit kann niemand werfen von uns. Das sind ja sogar fast gute Werte. Ja, schreckend. Was? Gucken, wie weit die Handgranate geht. Oh. Nein, genau da nicht. Ja, ich würde mal sagen, Feuer frei, oder? Ja. Auf den Vordersten erstmal. Ja, mach ihn platt. Komm schon. Stirb. Zeigt, was ihr nicht könnt. Ich ahne jetzt schon Schlimmes. Ich habe jetzt schon auch das Gefühl, dass das einfach nur schrecklich wird. Okay. Schick. Ja. Geh in Position. Der sieht dann natürlich absolut niemanden. Aber einen Feldposten kann er machen. So, wo schicke ich die hin? Hier hin? Ja, von da kannst du vielleicht nochmal schießen. Bin unterwegs. Kann auch wahrscheinlich noch treffen. Also zwei Sitze. 45 und 45. Ja, 45 ist, wird sich nichts ändern wahrscheinlich. Wir können nur hoffen, dass sie trifft. Natürlich. Die Rekruten können natürlich gar nichts. So, und Lucy Lou, entweder wir schicken sie dahin ja. Oder wir lassen sie einfach da, wo sie ist. Da sind und sie. Lassen sie zugucken, wie die Rekruten abgeschossen werden. Wir können natürlich noch Rauchgranate werfen, das ist auch noch möglich. Nee, sie kann auch einen Feldpost machen, oder? Sie müsste eigentlich unsere beste Schützin jetzt hier sein. An sich schon. Jetzt muss man mal überlegen, was das bringt. Weil die können beide jetzt getroffen werden von denen einfach. Ich mach das mit dem... Okay, mach das. Theoretisch haben wir da noch einen Feldposten und ich will jetzt nicht, dass die einfach sofort... Außerdem haben wir die Erfahrung gemacht, dass Feldposten kacke sind. Ah, sie wirft durch die Mauer durch. Über die Mauer. Okay. Ja, die ist schlau, guck mal. Mit 10-mal hier rumgedingse. Oh nee. Ah, da kommen noch mal zwei. Oh, sind Tentakel. Oh nein, nicht die. Das ist so schlecht. Das ist alles so schlecht. Und furchtbar. Aber vor allem schlecht. Tot. Lucy, du. Hey, sie könnte sich selber stabilisieren. So hilft doch jemand. Das ist... Was ist los? Nein, das ist nicht richtig. Das ist nicht richtig. Jetzt drehen sie alle durch. Tja, wenn du nicht in Panik wärst, könntest du jetzt einen Feldposten benutzen, um das Vieh abzuschießen. Was ist daran denn flankieren? Weißt du, was ich schade finde? Das war, früher war das nämlich möglich, dass du eigentlich die Sachen von Leuten, die gefallen sind, konntest du nehmen. Jetzt kannst du gar nichts mehr machen. Tja, auf den schießt du auf jeden Fall nicht. Na, so weit kann er auch nicht werfen, glaube ich. Das ist nicht ohne den anderen Typ. Ich glaube, wir haben schon wieder versagt. Das war's schon, glaube ich, ja. Na, wir könnten... Der ist eh in Panik, der ist nichts wert. Nee, also... Nee, das ist, so fangen wir erst ran. Das wäre gemein. Da ist auch nichts möglich. Die sind doch voll genial, die Viecher. Okay... Ist das der hintere? Ja, das ist der hintere. Dann schieße ich auf den vielleicht. Vielleicht bringt's ja was. Nein, natürlich. Das war's. Ja, mal gucken, was wir als nächstes als LPT spielen. Ja. Holt mich hier raus, der Teufel! Ist ja auch niedergehalten. Der ist tot. Da wird man so sprachlos einfach. So, genau das muss sie machen, sonst... Die macht es so gut, dass sie sogar tötet. Na, dann können wir die anderen gleich benutzen. Ich habe auch keine große Hoffnung, dass wir diesen Einsatz... Ne, der fliegt, den trifft die Granate gar nicht. Ich mache mir keine große Hoffnung, dass wir diesen Einsatz überleben. Ich auch nicht. Vor allem nicht so. 1%.
Wow. Auch 1%. Weil er verletzt ist. Wir können mich nicht mal irgendwo hinziehen, wo er sicher ist. Weil jetzt können wir, eine Sache können wir machen. Bringt zwar nichts. Weil leider die Granaten keinen kritischen Treffer machen. Aber wenigstens hat er es versucht. Okay. Ich kann mich da gar nicht drüber aufregen, weil das ist doch lächerlich einfach nur. Wie soll man das denn überhaupt hinkriegen? Also es ist ja nicht so, dass es, dass man da eine faire Chance kriegt. Nee. Ist halt... Das ist auch so ein bisschen das Problem. Also das Einzige, was mir einfällt, ist jetzt... Ich weiß nicht, kann man hier abhauen? Ich weiß es nicht. Soll ich einfach... Probier's doch einfach mal. Einsatz abbrechen? Tja. Vielleicht rettet das Lucy Lou, ich weiß es nicht. Ja. Central, Big Sky kehrt zurück. Mission abgebrochen. Das. Also jetzt dann noch einen Rekruten zu verlieren, bringt ja auch nichts. Da hätten wir die sofort eigentlich wegschicken können. Wir haben es versucht. Oh Gott. Ein Alien haben wir getötet. Eins. Und einer ist verletzt. Tja, also sorry, aber das ist einfach auch scheiße vom Spiel. Also wir kriegen ja gar keine faire Chance. Ja, das stimmt. Die bringen sofort den Besten bei uns um. Einfach so, weil die es können. Und das war's. Was soll man da machen? Ja klar, hätten wir jetzt noch mehr Leute gehabt, wären unsere Leute gesund. Ich weiß nicht, ob das jetzt noch was wird. Also so schwer hatte ich es auch noch nicht. Und ich meine, okay... Ich habe das schon mal auf klassisch gespielt, aber trotzdem, so schlimm war das noch nie. Ja. Wenigstens etwas. Abgeschlossen. Ja, was kann, können wir das nicht angucken? Doch, doch. Wärst du so freundlich? Unser Verständnis der außerirdischen Materialien ist bestenfalls marginal. Wir könnten noch Jahre damit verbringen, die komplexen Produktionsmethoden zu entschlüsseln, die zur Herstellung und Bearbeitung dieser Substanzen nötig sind. Ich muss mich räuspern. Aber wir haben es geschafft, einige der beobachteten Technologien grob in unsere eigene Forschung zu implementieren. Unsere erste Entwicklung... Warum lachst du denn so? Weil ich husten musste, muss ich dann lachen. Okay, unsere erste Entwicklung, ein mehrlagiges Kohlefaser-Nanogewebe, ist eine Adaption des ungewöhnlichen Gewebemusters, das einige Alien-Materialien aufweisen. Dieses neue Gewebe ist reißfester als jedes die Menschen bekannte Material. Wenn wir das in eine Schutzweste einbauen können, würde das die Rüstung unserer Soldaten deutlich verstärken. Das werden wir wahrscheinlich auch jetzt machen. Ja, dann machen wir das. Überhaupt keine Chance mehr. Ja. Und, ich finde es erstmal komisch, dass hier Codename Fernglas ist. Und ich hoffe, wenn die Labore fertig sind, dass vielleicht haben wir dann bessere Ausgangspositionen. Jetzt haben wir erstmal die Nano-Weste. Diese leichte Weste aus einem dichten Nanofasergewebe verbessert den Körperschutz jedes Soldaten, der sie trägt. Benutze die Option Baue, kaufe Gegenstände in der Technikabteilung, um diesen Gegenstand herzustellen. Annehmen. So. Guck mal, es gibt hier Priorität. Warum? Hm. Weiß ich nicht. Xenobiologie. Na, ich bin mir Schalenrüstung. Ja, 98 Tage, das ist... Ja, entweder wir machen das mit der Priorität. Ich weiß aber, ich habe immer das Gefühl, wenn wir solche Sachen vorantreiben, dass auch die Handlung vorangeht und dann immer schwerer wird. Ja. Sollen wir vielleicht die... Was ist Experiment? Kriegsführung, warum leuchtet das Ding ganze Zeit? Oder sollen wir die Waffenfragmente machen, dann können wir bessere Waffen machen? Ja, also mit unseren Waffen haben wir keine Chance. Dann machen wir bessere Waffen. Also. Ich hatte erwartet, dass dies eine dringende Forschungsaufgabe sein wird, ja, Commander. Ist das ja auch. Ich weise dem Projekt direkt Ressourcen zu. Dann gehen wir mal in die Technikabteilung. Genau, dann holen wir mal so ein paar Schusssäche. Oh, das ist ja gar nicht so teuer. Herstellen. Vier Stück. Na, eins, zwei... Das können wir uns gerade so leisten. Sollen wir vielleicht nur drei machen? Ja. Dann haben wir noch Geld für Rekruten vielleicht. Für zwei. Ja. Naja, es kommen ja demnächst ein paar neue Rekruten. Auftrag, ich glaube, sind die nicht schon da? Nee, die sind noch unterwegs. Ich dachte, die wären schon da.
Der kommt zu, ja, wer will denn noch zu uns? Doch, das sind sie schon. Erlitten und noch keinen passenden Ersatz gefunden. Wir müssen weitere Soldaten über die Kasernen rekrutieren. Naja, momentan geht's sogar wieder. Guck mal, in 8 Tagen kommt Sinead wieder. Erstmal. Na, wer will einen Orden? Nein, ich will keine Orden, ich will nicht sterben. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Oh Mann. Kommt zu XCOM, haben sie gesagt. Kämpf gegen Aliens, haben sie gesagt. Sterbe im Feld, haben sie gesagt. Und das ist dann auch passiert. Sollen wir noch Soldaten anwerben, oder? Ja, einen Supersoldaten. Ein? Das wird Chuck Norris und der macht das. Der gewinnt dann alles. Okay, einen hole ich noch. Der hat dann einfach 28 Bewegungszüge. Und dann ist das kein Problem. Und der hat immer 105% Trefferwahrscheinlichkeit. Also er trifft immer einen Gegner und einen zweiten gleich mit. Was ist da los? Einsatzleitung? Wollen wir über die schlechten Leistungen in letzter Zeit sprechen? Oder ist irgendwas fertig geworden? Zusätzliche Werkstatt online. Jetzt haben wir kein Geld. Stimmt. So, was können wir denn bauen? Nichts. Hä? Ist das eine normale Werkstatt jetzt gewesen, oder was? Ja. Echt? Ich glaube schon, oder? Geh doch mal auf Einrichtung bauen, dann siehst du das. Ah, wollte ich eigentlich. Ich dachte, man sieht's. Ja, hier sieht man, hätte man es jetzt auch gesehen. Das ist eine normale Werkstatt, stimmt. Ich glaube, wir hatten vor, hier so ein Dingens zu bauen noch. Ja, so eine andere Werkstatt. Um unsere Leute mit ein bisschen. Robotern auszustatten. Ja, wir brauchen Roboter. Aliens waren zu viel. Wir brauchen Cowboys. Nein, Roboter. Oh Mann, ich mag nicht mehr. Ich mag nicht mehr, weil das alles so. Schauplätze anzeigen, hey! Es gehen mehrere dringende Hilfegesuche ein. Auf dem Hologlob ist markiert, wo derzeit Entführungen im Gang sind. Okay, also. Wenn wir nicht nach Amerika gehen, wird es noch schlimmer. Also in Großbritannien. Nee, würde ich nicht gehen. Mhm. Da ist sehr schwer steht da. Ja, hier ist es natürlich da leicht. Da kriegen wir einen neuen Rekruten, da kriegen wir Wissenschaftler, da kriegen wir Ingenieure. Hier ist es nur schwer. Und hier ist es sehr schwer, weil hier die Lage auch sehr groß ist. Eigentlich müsste man nach Ägypten, weil es halt die Lage erfordert. Deswegen weiß ich nicht. Sollen wir es machen oder sollen geben wir sagen, einfach auf nach irgendeinen Miami, Kontinent auf? Ich glaube, wir können eh nicht alle Kontinente mehr. Weiß ich nicht. Vielleicht geht's noch. Ich weiß es nicht. Uiuiuiui. Wir verlieren ja erst die Länder, glaube ich, oder so. Weiß ich nicht mehr. Deswegen ist die Frage, wenn wir nicht nach Ägypten gehen, ist Ägypten weg. Glaube ich. Ich glaube auch. Ich weiß gar nicht, wie das war. Ach, ich würde sagen, wir ziehen das jetzt einfach weiter so durch. Und wenn es nicht klappt, dann... Dann klappt's halt nicht. Fangen wir vielleicht nochmal neu auf... Was ist das? Normal? Schwierigkeitsmodus oder so. Fangen wir nochmal neu an. Entschuldigung, weil die meisten Fehler sind jetzt gerade nicht mal unbedingt unsere, sondern einfach nur... Unfair ist es einfach. Weil das Spiel zu schwer ist. Skandal ist das! Das ist hart. So, komm, schick einfach irgendwen dahin. Wir haben eh keine Ahnung, was die können. Naja. Aber wir können ihnen noch die Schusswesten geben. Die müssten fertig sein, die Nanowesten. Das ist keiner von denen. Nee, die brauchen nur 7 Tage. So, wen nehmen wir denn mit? Ja, komm, die ersten 3. Haben wir eine bunte Mischung. So, ich finde Rekrut Meier, der darf überleben, deswegen kriegt er so eine Weste. Weil er Niederländer ist. Ja, ist er ein Niederländer? Ja. In der Waffnung. Nee, bei Panzerrüstung, glaube ich, war das, oder? Ah ne, anstelle von der Granate kann er es mitnehmen. Das ist ja dämlich. Die Granaten machen eh nur 3 Schaden. Hä? Das Medikit ist weg, oder was jetzt? Ich glaube, das ist noch ausgerüstet bei... Ah ne... Ja, oder ja, ist es weg? Nee, die könnten. Ich glaube, können die das Medikit benutzen? Ja, sollen wir denn jetzt allen das geben, oder? Ich glaube trotzdem, dass es mehr bringt als eine Granate. Na, es sei denn, wir kämpfen gegen Sektoiden und ich glaube, dass. Na verdammt, ich wollte nicht den Typen wegnehmen, sondern ich wollte bearbeiten. Weil wir können ja 2 mit und 2 ohne rausschicken und dann ist es einfach unser Test, was ist jetzt so eigentlich gut. Theoretisch können wir auch noch jemandem das letzte Ding geben. Ja. Sie ist sie hat schon einen Einsatz überlebt, Fräulein Burotto, die braucht das nicht. Sollen wir sie überhaupt mitnehmen? Die hier? Hilde Jakobsen? Nein, ich meine jetzt die, die das überlebt hat. Ja. Ist gut für die Moral. Sie hat sie schon mal gesehen und hat es überlebt.
Hat da zwar ihre Freunde sterben sehen, aber... aber was soll's. Man lebt nur einmal. In dem Spiel auf nicht, jeden Fall. Ja, und auch nicht sehr lange in dem Spiel. So, Einsatz starten. Ey, belasten sie jetzt einfach wirklich alle im Pulk? Das war auch doof, man hatte auch so gar keine Deckung dort. Weißt du, man ist direkt quasi aufs Schlachtfeld draufgelaufen. Naja, in Ägypten wird das sicherlich besser. Einsatzort. Gehen runter. Ja, ja. Brennender Riss. Geht bestimmt bei manchen Leuten so, wenn die auf Toilette gehen, haben die Aliens auch einen brennenden Riss. Straßen ziehen. Wir müssen diese Situation. Oh, mein Riss brennt heute aber auch. Das ganze Chili. Oh. Ja. Und unsere Aufgabe ist, diesen brennenden Riss zu schließen. Oh Gott. Einsatzstand. Korken würde ich empfehlen. Operation Korken. Oh Mann, ey. Was für ein Desaster. Was für ein Desaster. Aber wir sind auf einer Brücke. Big Sky hier. Das heißt, wir haben noch viel weniger Deckung. Big Sky. Wir empfangen Sie klar und deutlich. Strike One hat grünes Licht für den Einsatz. Schafft es sie? Nee, der schafft es nur alleine hin, der Japaner. Den würde ich auf jeden Fall dahin schicken, weil ja, das eine volle Deckung ist. Alien-Objekt in Sicht. Oh, der Japaner spricht Deutsch. Okay, das fängt schon mal gut an, weil... ja, warum eigentlich? Gibt's eigentlich einen Begriff dafür, wenn man in so einem LP total versagt? Ja, normalerweise sagt man Fail, aber ich weiß nicht. Wenn man Sachen abbricht, meinst du, oder so. Was sollen wir machen? Sollen wir die jetzt erstmal vorspotten lassen? Ja. Bin schon da! Ich bin schon da! Wen haben wir denn da? Dünne Männer. Na, großartig. Gleich drei. Die erinnern mich alle so ein bisschen an Agent Smith aus Matrix. Na komm! Ja, die Luft ist böse über ihm. Töte sie! Ja, ach was! Also, oh, das hätte ich jetzt gar nicht mitgekriegt. Ach guck mal, da sind schon wieder diese Viecher. Oh, die sind mir auch noch. Eigentlich sind die mir relativ lieb sogar. Im Gegensatz zu diesen dünnen Männern. Scheiß. Ja, das fängt ja schon wieder super an. Sie sieht niemanden. Brille aufziehen hilft. Ich habe das Gefühl, wir kriegen hier so irgendwie Einäugige und Blinde und der eine hat keinen Fuß mehr und solche Leute kommen noch zu XCOM. Ja, es kann auch leider niemand. Was ist eigentlich mit den regulären Armeen? Warum helfen die uns nicht? Oh, nee, der hat's überlebt. Oder hat er auf die anderen hinter ihnen geschossen? Und die sind schon alle tot. Mir wird schlecht. Ja, warum? Mir wird auch schlecht, wenn ich mal zugucke. Er lebt noch. Ja, er hat doch diese Dinger. Ja. Warum haben wir sie mitgenommen? Die war schon letztes Mal in Panik verfallen. Ja, was ist das? Wenn sie wenigstens treffen würden, ne? Also wir haben so eine Loser-Truppe. Nein, wir haben eine vernünftige dabei, die nicht in Panik zerfallen ist. Vielleicht sollten wir einen Rückzug machen. Wohin? Immun. Ja, fast getroffen. Ach, das Vieh ist immun gegen das Gift wahrscheinlich, was in der Luft ist. Das war's für ihn. Tja. Ja. Herr Meier? Herr Meier? Danke. Ich schieß auf ihn. Ja, das ist bescheuert. Wow, zwei. Gibt es tatsächlich Menschen, die diesen Modus schaffen? Ich kann mir das gar nicht vorstellen. Ich habe ihn geschafft. Yay! Yeah! Nein! So, irgendwo so ein Querschläger. Ja, halbe Deckung, ne? Das hast du geschafft. Wie hast du das geschafft? Indem ich wieder immer geladen habe, wenn dann was schiefgegangen ist. Ach, okay. Ich habe ja nicht auf Iron Man gespielt. Okay, im Iron Man-Modus ist das einfach nicht schaffbar, glaube ich. Ich glaube auch nicht. Es ist einfach zu heavy. Vor allem, weil die dünnen Männer, die schießen einfach zu gut. Ach. Warum kriegen die keine Panik? Das ist so unfair. Das ist so unfair. Mir geht's auch nicht gut.
Wolke vor. Sie ist todesmüde. Warum ist da nochmal Alien-Aktivität? Central, hier spricht Big Sky. Notfallabbruch. Das kann ich mir gar nicht antun. Ich beende jetzt erstmal das Spiel und überlege, was wir jetzt machen können. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal, weil das geht alles gerade gar nicht. Vielleicht fangen wir nochmal neu an. So ein schrecklicher Verlust. Wenn wir ihnen nur irgendwie hätten helfen können. Ja. Wir hätten sie einfach nicht hinschicken sollen. Ja. Wie gesagt, wir sehen uns beim nächsten Mal. Ich beende dieses Desaster jetzt einfach mal. Ja. Wir haben Orden dafür verdient gekriegt. Denken Sie daran, wir behalten sie im Auge. Einen Monat lief so gut und dann hat es angefangen, alles nur noch scheiße. Guck mal, also die Welt steht vor dem Untergang. Nicht ganz. Also hier in Indien, in Japan, in Deutschland sieht es noch gut aus und in Argentinien. Also mit dieser einen letzten Mission hat es angefangen, mit dieser Rausholmission. Ja. Das war so der Anfang vom Ende. Also wie gesagt, ich weiß nicht, was wir das erstmal machen. Wir machen jetzt den Kriegsrat, wir sprechen mal mit dem Geheimen Rat da und dann... Schauen wir, wo wir denn vielleicht beim nächsten Mal wieder vielleicht von vorne anfangen oder so, weiß ich nicht. Ja, weil so geht es gerade gar nicht. Ja. Weil wir haben nicht die Kraft, also die Rekruten haben ja nicht die Kraft, irgendwas zu machen. Vielleicht hätten wir doch eher eine einfachere Mission machen sollen. Das ist einfach für die Rekruten wahrscheinlich einfach viel zu schwer gewesen. Ja. Naja, egal, beim nächsten Mal. Ich hoffe, ihr hattet trotzdem vielleicht ein bisschen Spaß. Vielleicht habt ihr auch ganz viel Spaß dabei gehabt, uns zuzugucken, wie wir auf die Fresse kriegen. Tschüss. Ich kann nicht mehr. Ich hör auf. Bye.